Ich hoffe mal, der ist nicht so weit weg, den ich jetzt da gesetzt habe. Setze ich ihn mal hier hin. Das sollte nicht so weit weg sein. Nein. Und noch einen hier hin. Du bist jetzt Wegweiser Nummer 14. Nee, du bist 16. Ja, okay. Wobei den zu 16 kann ich wegmachen. So, das ist jetzt, sieht jetzt richtig aus. Du kannst trainiert werden. Einflussbereich, ja. Das heißt, wir müssen nur eine Fuhre Nahrung und eine Fuhre Speere rüberbringen. Das heißt, du machst jetzt erstmal Speere und wenn die Speere angefangen werden Speere einzulagern, dann können wir dich schon mal losschicken mit der Nahrung. Hoffe ich mal. Zu diesem Zweck stelle ich mal Speere auf 0. Dass du nur mit Nahrung losfährst. Also, dass unser Händler nur mit Nahrung losfährt. So, du bist erfahren und kannst trainiert werden. Du bist auch erfahren und kannst trainiert werden. Und ja, ich helfe dem Händler ein bisschen nach. Ich grabe nach Wasserbaustraße. Indem ich wenigstens ein Stück Straße in die richtige Richtung setze. So. Sehr gut. Ach ja, unser Kundschafter. Ja. Den brauchen wir eigentlich fast schon nimmer. Weil was soll ich mit ihm noch anfangen? Ja. Ja. Ich hätte vielleicht den Träger nicht gebraucht. Sondern einfach meinen Kundschafter nachher zum Träger machen sollen, aber... Das ist jetzt auch zu spät. Diese Erkenntnis. Geschirr haben wir aber noch genug in der Töpferei. Speere werden langsam mehr. Gut. Steinmetz macht Stein. Straßen werden hier langsam fertig. Das heißt, bald wird unsere Handelsstraße gebaut werden. Aber ja, Nahrung haben wir bald zu viel. Die sollten dann aber hoffentlich nicht anfangen und loslaufen, um die Nahrung hier unten auszuliefern. Das wäre dann nämlich peinlich.
Ich hab die wohl dann ja. Oh, so, oh, ich hab die wohl dann ja. So, so, dauer, Speere werden hergestellt. Ja, für Speere braucht es halt auch sehr viel Holz. Ich glaube, ich brauche 2 Holz, um einen Speer zu machen. Ja. Oder sind es mittlerweile 3 Holz, um 2 Speere zu machen? 100%ig sicher bin ich mir da jetzt auch gerade nicht. Ne, ich brauche wirklich 3 Holz, um 2 Speere zu machen jetzt. Jetzt, wo er Meister ist. Vorher waren es 2 Holz für einen Speer. Okay. Dich mache ich mal behelfsmäßig zum Kundschafter. Wenn du mal aufhören würdest, Nahrung zu tragen. So, du pennst zwar nicht zu Hause. Ja, aber du pennst auf jeden Fall. Oh, das heißt, ich kann dich jetzt zum Händler machen. Und kann die Route bestimmen. Und ich hätte vielleicht wirklich warten sollen, bis genügend Speere gemacht wurden und eingelagert wurden. Ihr findet wenigstens hier genug Steine, um fleißig die Straße fertig zu bauen. Ja, damit ist unsere Siedlung in der Mission eigentlich auch wieder fertig. Darüber bin ich eigentlich immer am meisten froh, wenn unsere Siedlung fertig ist, so wie wir sie brauchen in der Mission. Weil das ist ja so gesehen die Quintessenz des Spiels. Eine Siedlung für unsere Wikinger zu bauen, die 100% funktioniert, alles autark klappt und alles richtig gemacht wird. Zugegeben, uns fehlen noch Möbel, aber die brauchen wir, wie gesagt, nicht. Also jetzt definitiv nicht mehr. Und ich wüsste nicht mal, ob wir einen... Nein, wir können hier oben immer noch keine Möbelwerkstatt. Wir können sie hier unten bauen, aber das ist viel zu weit weg von unserem Holzfäller. Nee. Zwischen euch und meinem Volk herrscht Frieden, doch haben wir keine Freundschaft geschlossen. Ja. Er wird halt wie gesagt eine Weile brauchen, bis er die Nahrung geliefert.
Fahrt hat und wieder zurück ist. Du bist wahrscheinlich jetzt müde. Nein, du suchst Gesellschaft. Ja, du wirst ein bisschen Religion brauchen. So, und unsere Straße ist auch fertig. Wir könnten sie natürlich noch ein bisschen ausbauen. Bis ganz zum Außenposten werde ich sie allerdings nicht ausbauen. Nur bis zu diesem Wegweiser noch. Einfach weil ich es kann. Ja, und du kommst mit deiner Nahrung und deinem Schlaf super klar bis dahin. Und wenn du zu Hause bist, warten Essen und Bett und deine... Nein, deine Frau nicht. Das ist leider die Frau des Steinmetzes. Auf dich. Aber wenigstens Essen und dein Bett. So, Nahrung ist eingelagert. Ja, stellen wir schon mal die Wunschmenge an Speeren ein. Als Zelt steht schon seit einer Weile leer. Ich werde ihn allerdings nur einmal dann laufen lassen. Sobald wir die Speere haben. Fünf sind es ja bereits. Nummer 6 kommt gerade, gut. Du kannst trainiert werden. Und ja, hätte ich wahrscheinlich nicht ein bisschen versagt. Beim ersten Versuch mit der Nahrungsproduktion, dass alle verhungert wären, hätten wir die Mission schon längst abgeschlossen. Ah, naja. So seht ihr auch mal, was passieren kann, wenn man es falsch macht. Kaltschoss ist eben ein altes Spiel, das nicht so leicht Fehler verzeiht. Gerade wenn es um die Nahrungsversorgung geht. So, du wirst erstmal wieder Träger dann. Ja, seht ihr, der Schlaf geht nicht ganz hoch, dadurch, dass er eben keine, dass wir keine Möbel in seiner Wohnung haben. Schuhe wären mal nicht schlecht. Deswegen lassen wir unseren Schuster mal wieder Schuhe herstellen.
Da legt er jetzt das Leder direkt vor die Haustüre. So, unser Speermacher muss wieder beten. Es fehlen noch 3 Speere. Eingestellt habe ich sie schon. Ja. 10 Speere, wofür auch immer das Außenlager 10 Speere braucht.